Dies sind die Überreste eines gewaltigen Projektes der DDR. Jedoch ist nur wenig über diesen Ort bekannt. Das Gebäude steht in einem Wald bei Templin. Dies ist Buchheide. Dieser Ort ist übersehen von Trümmerteilen. Wie man sieht, erobert die Natur Stück für Stück dies zurück, was einmal Wald war. Die Einheimischen nennen diesen Ort Stasiheim. Das Ministerium für Staatssicherheit ließ hier ein Hotel für seine Mitarbeiter bauen. Hier sollte ein klassisches Ferienhaus mit einem anliegenden Restaurant und Wellnessbereich entstehen. Das Restaurant wurde aufwendig in einer untypischen Art konstruiert. Man schaffte speziell teure Fenster aus Schweden heran. Laut den Planungsunterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit sollte für das Hotel sogar ein Schießplatz gebaut werden. Dies ist der Eingang des Hotels und wurde so konstruiert, dass Außenstehende nicht sehen konnten, was angeliefert wurde. Man erkennt schwer, dass hier ein Wellnessbereich entstehen sollte. Bis auf diesen Pool voller Müll ist rein gar nichts auf dieser Etage. Das Restaurant, was hier für hungrige Gäste errichtet werden sollte, steht leer und erschafft eine gespenstische Atmosphäre. Nur ein paar Betonstützen füllen diesen riesigen leeren Raum. Ein großes Treppenhaus verbindete beide Etagen. Auch dieses ist nicht fertig geworden. Hier sollten die Schlafzimmer entstehen. Der Zahn der Zeit hinterlässt seine Spuren. Dennoch hat man das Gefühl, dass alles um einen herum stillsteht. Die Pflanzen wachsen friedlich an den Fenstern herum und langsam verfällt alles in sich hinein wie ein Kartenhaus. Dieses Schild ist ein weiterer Zeitzeuge. An ihn steht 9.3.1989. Die Ziegel, die einmal hier das Dach bildeten, sind auch verschwunden und erlauben auch ohne ein Fenster einen Blick nach draußen. Verbunden wurden die Etagen mit einer Treppe und mit einem Fahrstuhl. Auch hier wurde der Rohbau nie vollständig beendet. Die Fertigstellung des Hotels sollte 1990 erfolgen. Doch aufgrund der politischen Situation kam der Bau ein Jahr zuvor zum endgültigen Stillstand. Bis heute bleibt dieser Ort ein einzigartiger Lost Place mit einer unglaublichen Hintergrundgeschichte, die wir nie vergessen sollten.